Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Ja, wieder zwei neue Abonnenten auf meinem Kanal, grüße euch herzlich, freut mich sehr. Von 109 auf 111. Ja, cool, haben wir die 110er Marke geknackt. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Ja, wir haben wieder eine Forza Edition. Die haben wir gekauft für, ich glaube, 300.000. Ja, hat man noch ein Tuning abgeholt. Der ist genau in der S-Klasse auf 900 getuned. Ja, und wir fahren jetzt das Kolossos. Du hast dein Ziel erreicht. Der wird die Bestzeit auch schlagen. Ja, genau auf 900 getuned. 10er Bremsen, Wahnsinn. 10er Start, Allrad hat er auch. 10er Beschleunigung, Handling 9,3 und Geschwindigkeit 7,4. Das Tuning ist von, ja, die hat auch einen YouTube-Kanal, Devon Young Song oder irgendwie so, da holen sich viele die Tunings, der hat einen geilen YouTube-Kanal auch und der hat so viele Autos schon getuned und der kann sie auch richtig geil tunen. Der war eigentlich in der S2-Klasse. Ich glaube 902 hat er gehabt und jetzt ist er genau auf 900. Ja, wollen wir mal sehen. Unser erster Bentley. Da können wir auch wieder Schwierigkeit auf Profi stellen. Das sollten wir vielleicht sogar schaffen. Und der hat auch ein... Ist ja eine Forza Edition, saubere Rennboost hat der. Da kann man sehr gut Punkte mit sammeln. Ja, Alter, der macht richtig Punkte, ey. Geil. Ich glaube, auch für 300.000 ist das ein sehr gutes Angebot gewesen. Habe ich gleich zugeschlagen. So, dann sind wir schon auf dem zweiten Platz. Obwohl er in der S1-Klasse ist, fährt er sich einfach, im Gegensatz zu den anderen Autos. Die hatten ja alle Hecktriebler und einen sehr geilen Allradwagen. Aber der vorne, der haut ganz schön ab. Ah, den kriegen wir noch. Ich sitze hier auf meinem Sessel, ganz entspannt im Schneidersitz. Ja, das ist das Schöne, wenn man mit dem Pad zocken tut. Der hat den Wagen richtig geil getuned, also der hat es auch voll drauf. Falls ihr von dem auch Tunings haben wollt, zeige ich euch das nach dem Rennen nochmal, wie der Tuner heißt. Geiles Armaturenbrett.
werden wir auch auf 300 locker kommen mit Top Speed. Erster Fähigkeitenpunkt. Ja, knapp 300. Aber das kommt, weil er wohl viel Spoiler hat, wegen dem Handling. Der erste, den werden wir wohl doch nicht bekommen. Also der ist extrem schnell. Ja, geil, hier die Carbon-Motorhaube. Mal gespannt, welcher Wagen das ist auf dem ersten Platz. Weil da kommen wir nicht ran. Trotzdem werden wir die Bestzeit wohl auf jeden Fall schlagen. Vom Ford Falcon. Ja, der fährt sich wie auf Schienen, also astrein. Kinderleicht an, kann man schon sagen, also überhaupt. Der Heckspoiler, da kannst du dich ja hinten drauflegen, ja, so groß ist der. Mal gucken, ob wir noch einen zweiten Fähigkeitenpunkt bekommen. Ja, der erste ist unnatürlich schnell, also war schon absolut am Limit, aber so. Ah, der Edel, also hat noch keinen besseren Wagen in dieser Klasse gefahren. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr den für 300.000 bekommt, würde ich mir sofort kaufen. So, Bestzeit geschlagen. Ja. 5 Minuten 32. Ja, das war genau der gleiche, den wir auch haben. Ach, da seht ihr ihn ja. Genau das ist, ja, den habe ich jetzt auch in meiner Freundesliste. Den Don Yeowon Song. Der macht geile Tunings. Der hat diesen Wagen auch getuned. Und der hat auch einen YouTube-Kanal. Der heißt dann auch Don Yeowon Song. Könnt ihr euch ja mal reinziehen da. Der macht geile Videos. Alles klar. Der ist aber zweimal mitgefahren. Ich habe unser Mädel hier mal ein bisschen eingekleidet neu. So. Dann sind wir oben auf Level 17. 20 müssen wir werden. Dann schalten wir das Kolossos frei. Mal sehen, ob wir heute noch mal Glück haben. Ah. Na okay, die Hose, die könnten wir hier anziehen. Die sieht schick aus. Alles klar. Ja, alles klar, meine lieben Freunde. So machen wir das jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Hammergeiler Wagen. Ja, ich will mal überlegen, ob ich heute die erste Folge aufnehme für euch von Battlefield 5 Multiplayer oder ob ich noch eine Folge Kingdom Come Deliverance spiele. Ja. Ihr werdet auf jeden Fall jeden Tag mit Videos versorgt und wenn ich mal 2-3 Tage nichts hochlade, macht einfach die Glocke an auf meinem Kanal, dann seht ihr ja, wann neue Videos kommen. Also, dann hat das meist auch einen Grund, dann habe ich was anderes zu tun oder viel um die Ohren oder so. Und ja. Ne? Aber normalerweise kriegt ihr jeden Tag 2 Videos ungefähr, ja. Mindestens. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye. Ja,